Den Krieg verfolgen sie rund um die Uhr. Geschätzt 300.000 Menschen mit palästinensischen Wurzeln leben in Deutschland. Die meisten in Berlin. Sie hoffen täglich auf Lebenszeichen von Freunden und Familie in Gaza. Was mich am meisten interessiert, ob sie noch am Leben sind. Und dieses Noch ist das halt, was mich seit 6 Wochen verfolgt. Die sind noch am Leben, heute noch am Leben. Weil es kann sich jederzeit ändern. Die sagen, das ist das Schlimmste, was sie bisher erlebt haben. Auch ihre Familien sagen, das ist das Schlimmste, was sie bisher erlebt haben. Und sie haben mir mitgeteilt, die haben alles verloren, wirklich alles. Falls sie das überleben, dann brauchen sie unsere Hilfe. Das ist die Nachbarschaft, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Dort wurde das Haus bombardiert. Die Familie meiner Schwester haben es überlebt. Und die sind jetzt in einem anderen Ort geflüchtet. Aber ob das sicher ist, da ist kein sicherer Ort. Nidal Bulbul ist Kulturschaffender, lebt in Berlin. Das ist seine Familie in Gaza. Ende September war er noch bei ihnen zu Besuch. Jetzt hat er Angst, sie nie wiederzusehen und fordert eine Waffenruhe. Sofort. Gezielte Gewalt von beiden Seiten muss verurteilt werden. Das ist, da werden wir nicht darüber diskutieren. Aber das gibt Israel kein Recht, so ein massiver, brutaler Angriff an Gaza auszuüben und so viele Menschen umzubringen. Raid Naim ist IT-Manager in Berlin. Auch seine Geschwister samt Familien sind in Gaza. Die einen suchen im Zeltlager Schutz, andere in einem angemieteten Keller. Natürlich ist das, was am 7. Oktober passiert ist, dieser Angriff gegen Zivilisten, die unschuldig sind, ist ein terroristischer Akt. Natürlich. Aber das rechtfertigt nicht die Antwort, wo auch Zivilisten in diesem Ausmaß dann sterben. Das kann es nicht rechtfertigen. Es ist nicht der erste Krieg in Nahost, den er von Deutschland aus miterlebt. Der Konflikt begleitet sein Leben. Doch diesmal ist es anders. Er findet, es fehlt an Empathie. Für ihn ein Bruch. Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich Familie in Gaza habe. Die wissen aber auch meine Position zu religiösen, fanatischen Organisationen etc. etc. Und da erwarte ich schon, dass sie das Mitleid und Empathie zeigen in so einer Situation. Ja? Wie sehen den Schmerz, wie sehen das Leid, unabhängig davon, ob wir jetzt das Thema politisch oder so einschätzen. Ja? Und das habe ich immer wenig, also das habe ich extrem wenig erlebt dieses Mal. Dialog ist möglich, Empathie für beide Seiten, das wollen sie zeigen. Seit dem 7. Oktober sprechen Joana Hassoun, Deutsch-Palästinenserin, und Shai Hoffmann, deutscher Jude mit israelischen Wurzeln, in Schulen über den Nahostkonflikt. Mit dem Ziel, dass wir irgendwann mal eine Einigung haben, beziehungsweise dass wir uns auf Menschlichkeit besinnen und es nicht darum geht, auf eine Seite zu stehen oder zu relativieren. Alles andere, also Hass und Hetze, wird uns hier in Deutschland, in unserer Gesellschaft nicht weiterbringen. Und die hat auch leider den Israelis und Palästinensern nichts gebracht seit Jahrzehnten. Die Nachfrage ist riesig. Mehrfach die Woche sind sie in Schulen. Es geht auch darum, Gefühlen Raum zu geben, den Schmerz der anderen zuzulassen und anzuerkennen. Auch wenn ich das Leid meiner Familie in Israel sehe, sehe ich auch gleichzeitig das Leid der Palästinenser und Palästinenserinnen im Gaza. Beziehungsweise auch die Kämpfe, die PalästinenserInnen hier in Deutschland führen müssen. Diese ganze Palästina-Israel-Frage wird meistens auch leider dafür benutzt von Hetzern und auch gekapert von Hetzern, um Stimmung zu machen und wo wenig Platz dann noch für uns palästinensische Menschen ist. Und dann kommt noch die Frage mit dieses Distanzieren, sich von der Hamas zu distanzieren oder sich von Terror zu distanzieren. Was habe ich persönlich als Palästinenserin oder als Mensch, der hier aufgewachsen ist, was habe ich mit der Hamas zu tun? Am 8. November waren Joana Hassoun und Shai Hoffmann zu einem runden Tisch ins Schloss Bellevue geladen. Ein Treffen für ein friedliches Miteinander in Zeiten des Krieges. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wendet sich in seiner Ansprache direkt an Menschen mit arabischen und palästinensischen Wurzeln. Lassen Sie sich von den Helfershelfern der Hamas nicht instrumentalisieren. Sprechen Sie für sich selbst. Erteilen Sie dem Terror eine klare Absage. Deutsch-Palästinenser Raid Naim hat sich die Rede mehrfach angehört, findet viele Teile sehr gut. Aber dass er sich distanzieren soll, nimmt er persönlich. Ich war jahrelang in der Friedensbewegung, habe mit jüdischen und israelischen Gruppen zusammengearbeitet etc. etc. Und wenn man das weiß, würde man nie auf die Idee kommen, mich dazu aufzurufen, mich von der Hamas zu distanzieren. Aber ich bin aufgerufen worden, weil man das so pauschal gemacht hat.
Ja, und das ist gefährlich, weil das gibt den Leuten das Gefühl, egal was ihr persönlich individuell macht, ja, ich sehe euch als Gruppe und die Gruppe ist für mich kategorisiert in XYZ. Auch Nidal Bulbul ist deutscher Staatsbürger. Er ist in Gaza geboren und aufgewachsen, hat dort für eine internationale Nachrichtenagentur gearbeitet, Krieg dokumentiert und was es heißt, im Gazastreifen zu leben. Bei einem Angriff der israelischen Armee 2007 verlor er sein rechtes Bein. In Berlin hat er sich ein neues, ein sicheres Leben aufgebaut. Doch seit Ausbruch des Krieges sind seine Gedanken nur noch in Gaza. Unsere Nachbarn, aber auch Freunde und enge Freunde von uns, Arbeitskollegen, von Journalisten, die noch da sind, die weiß ich selber nicht, als jemand, der dort geboren und aufgewachsen, wie das aushalten kann. Ich frage mich ja jeden Tag, wie ein normaler Mensch mit ganz wenig, sag ich mal so, Versorgung für das Leben und der Horror, der jeden Nacht, jeden Tag auf seinen Kopf, das ist der nächste Moment, nächste Rakete, bist du dran. Er sieht die Bilder von tausenden Toten und fürchtet, dass das nur der Nährboden für noch mehr Hass sein wird. Menschen, die komplette Familien, 17, 18, 20 Mitglieder der Familie, ist komplett gestorben, der ist einzelnes Kind geblieben. Was erwartest du als internationaler Welt von diesem Kind? Er wird aufwachsen. Und würdest du ihm fragen, condemn Hamas? Würdest du ihm fragen, Frieden mit Israel? Weiß ich nicht. Unschuldige Zivilisten leiden, unschuldige Zivilisten sterben. Und das kann doch nicht die Lösung sein. Und selbst wenn Hamas jetzt wieder die Raketen abwirft, das ist schon schlimm. Aber gucken Sie sich mal das an, was da eigentlich passiert, was im Gaza passiert. Man muss doch eine andere Lösung finden. Sie ist enttäuscht von der internationalen Gemeinschaft, fleht die Welt an, hinzuschauen. Verzweiflung bei all unseren Gesprächspartnern. Sie fordern, der Krieg muss enden.